Er ist in seinem früheren Leben Wirtschaftsboss gewesen, unter anderem Personalvorstand bei der Telekom. Heute sitzt er für die FDP im Deutschen Bundestag und er ist gerade in Quarantäne. Er hat nämlich sich mit Corona infiziert. Die Rede ist von Thomas Sattelberger von der FDP und der ist gleich per Skype bei uns im Studio zugeschaltet. Ja, herzlich willkommen, Herr Sattelberger. Schön, dass Sie sich per Skype in unser Studio schalten lassen. Meine erste Frage ist natürlich, wie geht es Ihnen denn? Ich bin jetzt im vierten Tag symptomlos. Mir geht es außerordentlich gut jetzt und ich hoffe, dass ich jetzt wirklich nach dem nächsten Test sozusagen aus dem Käfig ein Stück rauskomme. Wobei ja die generellen Ausgangsbeschränkungen nach wie vor gelten, aber die Sorgen sind dann weg. Wenn man, Sie beschreiben es schön als Käfig, wenn Sie darauf mal blicken, auf die letzten 2 Wochen, wie haben Sie das mit dieser Erkrankung, mit diesem Virus in sich denn begleitet? Also wie hat das Sie verändert vielleicht auch? Also ich bin ja sozusagen sowieso ein alter Schreibtischhengst. Das heißt, ich habe, bevor ich wusste, dass ich positiv bin, Unmengen Akten und Papier mitgebracht und habe eigentlich, so wie ich das früher auch gemacht habe, sehr viel am Schreibtisch gesessen, gearbeitet, war online, habe telefoniert, wie auch immer. Das war sozusagen für mich eigentlich ein Stück Normalität. Was natürlich anders war, dass ich auf engerem Raum mit meinem Partner, der negativ getestet ist, zusammengelebt habe und natürlich jedes Mal 2 Meter Distanz halten, alles, was man nur anrührt, desinfizieren, wie auch immer, ständig Hände waschen, ist in einem gemeinsamen Haushalt nicht leicht. Und wenn jetzt, ich habe natürlich auch mit Eltern gesprochen, wo jetzt 3 Kinder zu Hause sind, das ist natürlich eine Sache, die ist erstens nicht nur verdammt ungewohnt, sondern die kann auch sehr unkomfortabel werden und auch wirklich zu Spannungen und Konflikten führen. Ich habe da schon dieses Distanzgebot, das war schon schwierig. Wissen Sie eigentlich, wie Sie sich infiziert haben und wo? Ist das tatsächlich in der Bundestagsfraktion passiert? Da waren ja einige Ihrer Kollegen auch infiziert. Also es ist nach wie vor, ist der Beginn der Infektion nicht bekannt. Nachdem ich jetzt, es lässt sich eigentlich auch nicht sauber zurückdatieren, weil es ja auch keine zuverlässigen Daten gibt, wie lange es dauert vom Ansteckungszeitpunkt bis zum Thema der Identifizierung des Virus. Ich halte beides für möglich in der Fraktion oder durch eine Türklinke oder dass ich auf einer der vielen Veranstaltungen, die ich ja in dieser Woche gehabt habe, mich irgendwo angesteckt habe. Ich würde ganz gerne noch mal zu auch inhaltlichen Fragen kommen, Stichwort Wirtschaft. Gerne. Es ist inzwischen, gibt es etliche Stimmen, die sagen, sie finden das Virus nicht so schlimm wie die Tatsache, dass wir unsere Wirtschaft gerade gegen die Wand fahren. Was sagen Sie denn denjenigen? Also die zielen ab auf die Beschränkungen, die jetzt da sind und auf die Geschäfte, die alle schließen mussten. Aber die sagen, das sei also völlig übertrieben im Verhältnis zu dem, was das Virus auslösen kann. Also ich halte das für eine zutiefst unmoralische Aussage, sage ich ganz offen. Nicht, dass die Wirtschaft keine Bedeutung hat, aber wir müssen ja alles gucken und tun, damit wir in diesem verflixten Dreieck von erstens Sicherung der Gesundheit, insbesondere der gefährdeten Risikogruppen, zweitens Beendigung der sozialen Isolation und ein Teilrückkehr zu normalem gesellschaftlichen Zusammenleben und drittens Revitalisierung der Wirtschaftsdynamik. In diesem verflixten Dreieck müssen wir ja die richtige Dosierung finden. So, ich hätte
Ich wäre sehr viel optimistischer bezogen der schnellen Revitalisierung der Wirtschaftsdynamik, wenn ich nicht selber erlebt hätte, welche Probleme in der Infektionsbekämpfung da sind. Also wir haben ja immer noch einen massiven Mangel vor Ort von Schutzbekleidung für das Pflegepersonal. Zweitens, wir haben immer noch nicht eine massenhafte Durchtestung von Menschen. Drittens, wir haben immer noch nicht die Daten, die uns in Realzeit, in Echtzeit ermöglichen, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Und all das macht es im Grunde schwierig, jetzt zu sagen, zurück zur sogenannten wirtschaftlichen Normalität, sondern da bin ich voll bei der Bundesregierung, die sagt, jetzt schauen wir bis Ostern, wie sich die Maßnahmen auswirken und dann tun wir gegebenenfalls neu justieren. Herr Sattelberger, ich würde gerne noch mal zu dem ganzen Thema Startup-Finanzierung fragen. Die Startups sind ja am Ende der Kette. Das heißt, oft sind die in einer Situation, dass sie selber noch keine Gewinne haben und zum Beispiel im Life-Science-Bereich Forschung betreiben oder eine lange Zeit brauchen, bis sie marktfähig werden. Und die werden natürlich jetzt auch durch die Corona-Krise blockiert. Teilweise können die zum Beispiel in den Kliniken gar keine Studien mehr machen, müssen das überbrücken. Die haben ja die Fixkosten trotzdem. Wie gehen wir mit diesen Startups um? Frau Hinrichs, ich glaube, dass die Politik da relativ spät drauf geguckt hat auf das Thema Startups, insbesondere auf das Thema Deep Tech Startups, die sich ja allemal schwer tun mit zu erwartenden Einnahmen und die jetzt intensiv in Forschung investieren. Ich gehe davon aus, dass in einem Rettungsschirm 2 jenseits der bisher vorhandenen Kurzarbeitgelderlösungen und der Liquiditätshilfen durch die KfW genau für diese Art von Startups, Life Science, Raumfahrt, künstliche Intelligenz, neue Lösungen relativ rasch gefunden werden. Und da sind Sie ja als Verband intensiv dran. Ich wollte noch mal nachfragen, wir haben ja in der Vergangenheit auch über den Zukunftsfonds gesprochen, der dringend kommen muss, um nicht nur die aktuellen Startups zu unterstützen, sondern um auch viel größere Finanzierungen vornehmen zu können bei denjenigen, die hier in Deutschland unterwegs sind. Da war mal von 10 Milliarden die Rede in der Vergangenheit. Glauben Sie, dass dieses Instrument noch notwendig ist oder müssen wir das Geld jetzt alles in Richtung Corona geben? Persönlich glaube ich, dass das jetzt nicht im Vordergrund in der Politik stehen kann, sondern eher Überlebensmaßnahmen notwendig und angesagt sind. Und sozusagen in einer Phase, ich würde sagen, das ist irgendwo um Pfingsten herum, dass, wenn auch die anderen Hilfsprogramme, da sind die ja auf den Termin terminiert, dass dann darüber nachgedacht werden muss. Sind wir schon so weit, dass wir an die Revitalisierungsmaßnahmen denken können und nicht nur die Lebensrettungsmaßnahmen? Die Frage, wie geht es eigentlich nach dieser, sage ich mal, Quarantänephase der gesamten Wirtschaft weiter? Darüber machen sich jetzt viele gerade Gedanken, dass man sagt, so nach Ostern, Pfingsten oder egal wie der Zeitraum jetzt ist, müssen wir die Wirtschaft wieder in Gang kriegen. Sie sind ja ehemaliger Vorstand zum Beispiel der Telekom und vielen anderen Unternehmen. Was wäre denn Ihr Rezept, wie man das jetzt wieder hinbekommt, also die Wirtschaft wieder in den Zustand zu stellen, in dem sie eigentlich vorher war? Also ich glaube, ein ganz wichtiges Thema wird sein, dass wir sowohl bei der Frage der Schnelltestentwicklung massiv vorankommen. Ich habe jetzt gehört, dass es in den USA die ersten Tests gibt, die nach einem Tag schon ein Resultat zeigen. Entschuldigung, nach einer Stunde ein Resultat zeigen. Wenn man das noch verkürzen kann, dann wäre sozusagen durch ein Schnelltesten, quasi wie im Drive-Through, wäre es möglich, dass diejenigen, die nicht infiziert sind, sozusagen in der Arbeit tätig sein können und die Produktion Stück für Stück wieder angefahren wird, oder auch das Thema der Dienstleistung nach wie vor. Das sehe ich als ein Schlüsselthema.
Ein zweites Thema ist wirklich die umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Atemmasken. Es gibt mehr und mehr Mediziner, die sagen, dass mehrlagige Atemmasken ungeheuer wichtig sind und auch Schutz in beide Richtungen bieten. Wir sind da auf diesem Felde hoffnungslos zurück. Das sind die Asiaten, die zeigen ja schon seit Jahren, die haben ja auch die Erfahrung von SARS, von MERS, von Schweinegrippe, die zeigen, wie im Grunde auch ein Volk ausgerüstet ist mit Schutzmasken. Das wäre für mich das zweite große Thema. Und zum dritten, wir sprechen dann natürlich über ein Investitionsprogramm, das ja allemal nötig gewesen wäre in diesem Lande, dass das anlaufen muss, dass sozusagen die erste Kundschaft tatsächlich natürlich auch der Staat und die Kommunen sind und sozusagen Stück für Stück Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann. Auf der anderen Seite, ich bin eigentlich noch nicht so optimistisch, dass ich jetzt schon so weit wirklich auch wirklich glaube, dass das kommt. Ich glaube, wir wiegen uns noch zu früh in eine Einstellung rein, wir beherrschen das. Wir beherrschen das im Gesundheitssystem noch nicht richtig. Wir beherrschen das in der Schutzbekleidung nicht richtig. Ich sehe eigentlich jetzt zuallererst wirklich die Politik gefordert, hier ordentlich die Versorgung sicherzustellen, das Pflegepersonal zu schützen. Und dann würde ich gerne wirklich nicht schon die Gedanken haben für die Zukunft, sondern zum geeigneten Zeitpunkt dann wirklich die nächste Phase konkret auch planen. Also Sie erleben mich nicht so zukunftsorientiert wie viele andere, die schon vom humanen Kapitalismus quatschen oder vom Wiederanfahren der Produktion. Mhm. Wie lange glauben Sie denn persönlich, wird es dauern, bis wir überhaupt wieder einen normalen Wirtschaftskreislauf bei uns haben? Also vernünftige Ökonomen sagen ja, dass wir ungefähr 5 Jahre mindestens brauchen, um wieder auf den Zustand von vor der Infektion zu kommen. Ich glaube, bis das Thema anläuft, da werden wir wahrscheinlich eher bis an die Jahreswende nachzudenken haben und werden darüber nachdenken müssen, ob wir Taktungen haben, wo wir soziale Isolation aufheben, dann wieder verstärken, Produktion anfahren, dann wieder reduzieren, sodass wir sozusagen tatsächlich in getakteten Phasen, immer auch abgestimmt mit unseren Krankenhausinfrastrukturen, den Virus einigermaßen managen. Wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären, was würden Sie denn anders machen? Oder halten Sie das für richtig, was jetzt genau läuft? Also nachdem ich allemal jetzt hier im Krankenstand nach wie vor bin und zum Zweiten, weil ich wirklich glaube, dass die Entscheidungsträger in der Exekutive jetzt, nachdem es ein bisschen geschlampert worden ist, jetzt wirklich wissen, dass Matthäus am letzten ist, gehe ich einfach davon aus, dass jetzt die Profis all das machen, was zu machen ist und dass die Kanzlerin in ihrer überlegten und moderierenden Art genau das Richtige macht. Erlauben Sie mir noch eine persönliche Frage. Sie sind ja, wenn Sie jetzt Glück haben, werden Sie ja, glaube ich, noch einmal getestet. Und wenn das negativ ist, können Sie tatsächlich aus der Quarantäne rausgehen. Sind Sie dann immun? Können Sie dann also im Gegensatz zu allen anderen Leuten Dinge tun, die wir derzeit nicht tun können? Nein, ich bin natürlich wie jeder andere auch den Beschränkungen unterworfen. Aber es ist ja noch nicht ganz klar, wie lange die Immunität geht. Das ist ja noch in den Sternen. Da gibt es ja noch keine Daten, die da vorliegen. Es gibt viele, die sagen, 3 bis 5 Monate ist man immun. Also das gibt mir persönlich keine Entwarnung. Es heißt nur, dass ich in einer anderen Art und Weise sozusagen auch mal doch den einen oder anderen
einzelnen Besuch wahrnehmen kann, dass ich sozusagen ohne andere zu gefährden einkaufen gehen kann und dass ich natürlich in den Sitzungswochen, den kommenden, natürlich meinen Mann stehe und wahrscheinlich diejenigen gut vertrete, die dann in ihrer zwangsverordneten Quarantäne sind. Herr Sattelberger, vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns, wenn Sie dann nach Berlin kommen. Dann kommen Sie vielleicht auch direkt noch mal zu uns ins Studio. Und dann sind wir nicht per Skype zugeschaltet, weil ich glaube, zu besprechen gibt es in den nächsten Monaten und wie Sie ja auch prognostizieren, sogar Jahren, eine ganze Menge. Vielen Dank. Ganz lieben Dank, Frau Hinrichs.